Wir sind wieder da. So. Da ist der Kapitän. Dem geht's nicht gut. Dem ging's schon damals nicht gut. Hat sich nichts dran geändert. Er hat einen größeren Mülleimer bekommen. Voll deplatzierter Mülleimer hier, aber hey. So. Was ich seltsam finde, ist, dass Zerschneider nicht mehr Zerschneider heißt. Wieso auch immer die das geändert haben. Ich finde, es ist irgendwie Spaltschnitt. Ich finde Zerschneider... Weiß ich nicht, wieso die das machen, aber... anscheinend macht man es selber. Zerschneiden und nicht ein Pokémon. Das ist richtig geil, dass, Ich könnte hier oben noch ein paar... Ich glaube, zwei Trainer oder so sind da oben noch, aber hey. Nö. Das ist dann doch irgendwie... Weiß ich nicht. Das hier ist auf jeden Fall viel schneller als das Pokécenter. Sollte immer so sein. Bildschirm geht kurz aus. Also schwarz. Schwarzblende. Raus. Fertig. Sollte immer so sein. Wir haben hier noch weiter zu tun. Wir gehen auf den Fußweg nach Zephronia City? Glaube ich? Fuchsania City? Wo ist der andere Anlegehafen? Ich weiß es gerade gar nicht, aber wir gehen da zu Fuß hin. Alles klar, die wird wohl noch eine größere Rolle haben, wie es scheint. Hi. Ich kann den Spaltschnitt jetzt. Er hat mir den Daumen gezeigt, glaube ich. Ich schaue auch eben auf die Uhr. Alles klar. Ich werde versuchen, so viel es geht, Strauch zerschneiden, aber nicht mit dem Zerschneider, sondern mit dem Spaltschnitt. Ist klar, ey. Nee, mein Partner macht das. Aber okay. Jo. Was war das jetzt? Electro. Egal. Lassen wir die Boys vorne. Das war hier so, dass die Schalter, glaube ich, aneinander sind. In den Mülltonnen sind Schalter. Wenn ich einen Schalter gefunden habe, ist der andere direkt daneben. Ich mache die Fights natürlich, die Fights geben sehr viel XP. Ich glaube, es ist der da links von mir, also nicht der direkte links, sondern links vom Matrosen da. Und der da drüber. Pika Pika! Level 22. Okay, die Animationen sind ja weg, das geht ja jetzt. Ratzfatz. Ach, das haben die Gentlemen so an sich, dass sie heilen. Schaffe ich den Kampf? Glaube nicht.
Paralyse hat's gebracht. Wow. Next. Jetzt sind schon zwei Pokémon paralysiert. Aber dieser Knosp setzt sich ja wohl durch. Pika Pika. Kein Problem. 2,6000 Gold. Oh shit, Glutexo ist vorne. Ein paralysiertes Glutexo. Das war's mit dir. Gut. Tauboga ist als nächstes dran. Okay. Dann setzen wir mal das paralysierte Bisa-Knopf ein. Muss tatsächlich nach dem nächsten Kampf zum Pokémon Center. Übel. Doch ein bisschen schwieriger als gedacht. Oh Gott. Bitte. Diese ganze Scheiße, die mach ich nicht mehr mit. Schön und gut, XP, Farm für sie. Nee. Danke. Ich kann mich dran erinnern, ich habe mal ein... Bei einem Run, ich glaube sogar bei meinem ersten, war ich irgendwo nicht wirklich... Wieso ist Pikachu verwirrt? Ohne Scheiß, was... da kam ich nicht weiter oder so und habe sehr viel trainiert, sehr viel gegrindet und hatte einen Turtok auf der roten Edition. Hier bei Major Bob auf Stufe 50? So um den Dreh? Also extremst overleveled. Ja. Es wird eventuell vergiftet. Halt's Maul, ey. Also einen Kampf bekomme ich wohl noch hin. Gegen den Buben hier. Gegen Major Bob schaffe ich es nicht mehr mit meinem angeschlagenen Team, würde ich mal behaupten. Er sieht ehrlich gesagt nicht aus wie ein Elektromusiker. Dieses Megafon ist kein Instrument. Würde ich mal behaupten. Oh, cool. Was? Nö, dann nicht. Im Finale hat er kaum was abgezogen. Wie geil ist das denn? Ah, tot. Das ist aber kein Problem, weil...
Pika Pika. So, dann schnell. Schnell weg hier. Muss ich es wieder zerschneiden? Nee. Mit Animation. Oh Gott, ey. Und hier nochmal. Die Animationen, die machen mich fertig. Aber das Team sieht schon sehr nice aus. Ist schon ganz gut aufgestellt. Wenn es soweit ist, wird Glurak wahrscheinlich ausgetauscht, habe ich ja schon mal gesagt. Oder das Bisaflor oder beide. Von denen bin ich nicht so der Fan. Pflanzen-Pokémon. Ich bin von dieser Flur am wenigsten der Fan. Aber es ist halt ein Pflanzen-Pokémon. Ich brauche ja eins. Klick. Klick. Und ach, behalten wir die Pokémon. Ich habe keinen Bock, die zu switchen. Ja. Oh shit, ich muss gleich an den Laptop. Das wird dann wohl der letzte Part heute. Ich habe zwei Parts heute aufgenommen. Ist relativ erfolgreich, würde ich mal behaupten, zwei Parts. Oh ne, sieht ja kaum was an. Alter. Das war's mit dir. Hey, lässig. Ich habe keinen Bock auf das Ganze hinauszögern. Wir brauchen Progress. Wir müssen weiterkommen. Slam. Wir benutzen Slam. Zieht nicht so viel ab. Nicht so viel, wie ich gedacht habe. Boah, der ist schon stark. Muss man eventuell einen Trank einsetzen später. Was kommt jetzt? Schillung ist Level 18. Magnetilo. Nö. Tilo, Tilo. Doppelkick. Zack. Zack. Effektiv. Doppelkick. Zack. Zack. Oh, Alter. Das kam unerwartet. Das hier mit Ruckzuck-Hieb sollte reichen. Gibt dann auch ein bisschen XP. Raichu, ja. Aber ist eigentlich doch egal.
Ich benutze nämlich Beleber auf Pika Pika. So. Jetzt Pika Pika gegen großes Pika Pika. Pika Pika. Nicht effektiv. Es zieht so viel Schaden. Es ist... Dankeschön. Der Donnerhorn. Okay. Okay. Schön. Dann geht unsere unsere Reise weiter. Oh, was macht Misty denn da? Pika Pika? Misty Misty? Ja, fett. Die hat mir, doch. Ja, komm. Die ist einfach hier rechts. Aber dadurch sparen wir uns den Weg. So. Das ist gar kein Problem hier. Erstmal hier Pika Pika. Pika Pika, ey. Wir machen es so, das ist alles dann deutlich leichter, smoother auch. Donnerblitz. Doppelkick. Zack. Das ist sehr effektiv, macht aber nicht so viel. Superzahn zieht einem immer das halbe Leben ab. Und dann halt das halbe Leben vom halben Leben. Also immer das halbe Leben vom aktuellen. Was schon ziemlich stark ist. 5 Pikachu-Bonbons. Gut. Dauerhaft stärker hier. Bonbon-Tasche, wo ist die denn hier? Flott-Bonbon. Ah. Ach du Scheiße. Digi.
Was? Spezialangriff, Stärke, Energiebombe, Spezialangriff. Geil. Ich check hier eben die Gegner ab. Dann gehen wir in die Dicta-Höhle. Eben nochmal 80, 90. Weg mit. Jetzt, wo wir so krass aufgepumpt sind, knallen wir jeden weg hier. Alter! Panty, Panty, Panty-Moss. Ach du Scheiße. Alles klar. 240, ey. Alles klar. Ist ganz nett. Hier sind noch zwei Trainerkämpfe, ein Pokéball. Oben rechts hinter dem Gentleman. Noch so 10 Minuten. Weiß ich nicht, ob ich die Dicta-Höhle da noch durchschaffe. Ich glaube nicht. Aber sie betreten werden wir schon, denke ich mal. Alles klar. Gott, ey. So, Donnerblitz. Zack, weg mit dir.
ist aber ganz schön viel los hier. Das Ding ist ja, dass hier relativ wenig los ist. Wenig XP meine ich. Es ist viel los, aber wenig XP. Das ist eigentlich die schlimmste Kombination hier. Ja. Das Ding ist, das ist echt so eine Sache. Ich muss eventuell Fukano ersetzen. Das Glurak levelt schneller. Viel schneller. Habe ich das Gefühl. Also noch ein Elektriker und noch ein Karatemeister oder sowas. Oh, Alter, wo geht's denn hier lang? Oh, Junge. Ich komme hier nicht durch, oder? Doch, hä? Wo führt denn das hin? Was war das denn hier nochmal? Wofür 12? Yeah.
Alles klar. Ich gehe mich kurz heilen, dann gehe ich in die Diktahöhle rein. Ja, rein können wir noch ein bisschen uns da umschauen. Okay. Weil die Höhle ist relativ angenehm, glaube ich. Dadurch, dass die Random Encounter entfernt wurden, ist das Reisen allgemein deutlich angenehmer. Besonders Höhlen. Höhlen sind immer die Hölle. Ein Diktar können wir uns wohl gönnen. Eins. Jo. Was? Ich trinke mal eben was. Ein Flottbonbon. Okay. Ein Level up. Sehr gut. Onyx wäre ja geil. Einen kleinen Stein haben wir. Weiß ich nicht, was sonst noch cool wäre. Dick Dries gibt's hier. Eigentlich. Das war's schon. Ja. So, wo landen wir jetzt nochmal? Die Route 2. Ah, oh, okay. Ich verstehe. Den Part können wir ein bisschen überziehen, weil es eh der letzte Part heute ist. Es ist mir egal. Wir kommen jetzt gleich zum Mondberg? Nee, ne? Lichtflut. Cool. Dunkelhöhle. War das, ne? Okay. Alles klar, dann hätten wir das auch erledigt.
Hi, Peter. Alles klar, danke schön. Dann machen wir das doch noch alles mit. Ja, kein Problem. So. Ah, okay. Alles klar. Ja, diesen Part. Oh, du Flo. Diesen Part überziehen wir. Aber das ist egal. Ist gut. So. Ein Supertrank. Ein Superkampf. Scheiße. Okay. Wenn es sich gerade einbuddelt, dann wechseln wir es mal. Aber wenn der hochkommt, dann hat das Pikachu nichts zu lachen. Endlich. Nee, ey. Ich muss da oben entlang. Ja, Felstunnel erreichen wir noch, denke ich mal. Leere Schaufler.
Oh nee, ey. Nervig, ey. Alles klar. Also im Prinzip muss ich mich heilen und das ist nicht geil. Ich schaue mal. Ich sneake mich einfach an ihnen vorbei. Hier ist auch schon das Poké-Center. Fuck. Oh Gott. Oh Gott. Ambush. Wurde aufgelauert und umzingelt. Lapras? Wer ist denn die heiße Dame? Ist das eine Arenaleiterin? So, hier muss ich mal was trinken. Gut, dass man nur eine hat, braucht dafür. Spielen. Oh, ich wurde geheilt? Auch geil. Ach, das ist Lorelei. Cool. Jo, ich würde dann sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Oh shit. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann.